bin hier völlig in Hamburg verschollen. Ja. Es sind viele, viele Leute unterwegs. Und hier oben drüben ist die Sparkasse. Da wollen wir jetzt aber nicht rein. Nein, das ist ungünstig. Weil ich kann ja zu Hause in Lüneburg. Ich kann nicht Missverständnisse auftreten können. Ja, das können. In Lüneburg kann ich so überhaupt gar nicht auf die Straße gehen, aber Hamburg floriert und es ist eine reine normale Sache. Die Leute sind eben auch toleranter geworden. Die sind toleranter. Pauli und so. Wo ist St. Pauli? In St. Pauli ist das Problem, da sind sehr viele Nylon-Typen, aber die holen sich darauf ein regelrecht runter. Die nehmen ihre Pimmel in die Hand und rutschen, lassen die rutschen in eine Hand. Ja. Heute habe ich einen Interviewtermin. Ja, wir gucken mal nach einer Lokalition. Lokalition. Oder? Ja, das wäre eine gute Sache. Ich möchte hier nicht, es hat nämlich geregnet. Ja. Das Video, das seht ihr auch bei YouTube. Du schreibst einfach einen Kommentar ja. hier zu meinem ja. Video. Und dann ja auch schon mit Antworten, ne? Oder was? Ja, das stimmt. Naja, ich habe viele Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr gearbeitet und da hatten wir einen Austausch, einen Feueraustausch in Hamburg. Das war uns immer gebrannt, ah, ja. Da haben wir eine Fackel genommen und ja. hier reingeschmissen, ja. in St. Georg. Ja. Und, ja. und das Problem war, die guten Menschen hier, die konnten das nicht so schnell löschen, wie wir das Feuer gelöscht haben. Ja. Inhalt Lüneburg. Ah ja. 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 Ja, überall sind Menschen. Ja. Ich gehe auch sonst überhaupt gar nicht raus in Lüneburg, aber wenn es in Hamburg regnet, klingelt bei mir das Telefon, komm mal lang, hier regnet es. Ja. Ne? Da habe ich den einen Vorteil, es regnet nicht so viele Menschen auf der Straße und der andere Vorteil ist, es gibt hier überhaupt gar keinen Menschen, den ich kennen könnte. Ja. Das stimmt. Ob ich die Polizei jetzt festnimmt, das glaube ich nicht. Nee. Die wird wahrscheinlich einen Zuhälter erschossen haben. Das passiert auf der Reeperbahn öfter, als man denken könnte. Was denn? Hier. Ja, was denn? 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten. 3 Minuten? Naja, 3 Minuten. Aber 3 Minuten ist mir ein bisschen viel. Bisschen viel. Ja, aber das sind so Leute, was? Die haben Beziehungen, meinen sie. Ja, ja echt, der Ding bestimmt, wir haben mit der Polizei ein Handelsabkommen. Ja. Ja. Ja, das ist aber hinter hier einfach durch die Straße, denke ich. Ja, wir können ja mal schon mal einen Teil des Videos jetzt gucken. Man genau. sieht dich auch. Wir sind mit drauf. Ja, das ist mal gut. Das ist mal so eine Einleitung. 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 Ja. Beiß mir eine die Vorhaut weg. Jetzt hat einer natürlich ein Stück. Das ist natürlich nicht sendbar, ne? Soll ich auch sagen. Doch. Ja? Ja. Nee, ich bin heute früh aufgestanden. Ja. Dachte mir, was machst du heute? Jeder Tag läuft gleich ab. Ich habe den Tagesablauf auch, glaube ich, einmal geschildert. Ja. Und dann dachte ich mal, ich breche aus der Vermurksung. Ja. Und was liegt da näher, als einmal richtig schön einen drauf zu machen, nach Hamburg zu fahren? Aua. Und gegen Fahrräder zu laufen. Ja, wir gehen jetzt auf. Ich habe jetzt auch noch mal Kamera angemacht. Ja. Damit an den Weg zum Interviewplatz ja. auch ich, mal mit drauf hat. Ja. Es ist total laut hier. Wenn hier solche Kräne, Bagger, wenn ein Bagger ausbrennt, da hilft kein Wasser mehr. Ja. Der brennt bis auf den letzten Dunst brennt der einen weg. Ja. Ja. Du hast Erfahrung, ne? Da damals gesammelt ja. in deiner Berufskarriere. Ja, sag mir ein Fahrzeug, ich sag dir die Brenndauer auf die Sekunde fast ah, ja. genau. Ah, ja.
müsste ich aber auch die Wetterverhältnisse kennen. Ja, natürlich, klar. Ja. Willst nicht wissen, oder? Nee, aber es ist ja schon mal interessant, dass du quasi durch deine freiwillige Arbeit, die ja nicht ganz freiwillig war, wie ich habe, so ein Expertentum auch entwickeln konntest. Ja. Ich muss auch sagen, damals, wenn ich gesagt habe, in der Diskothek, wenn ich gesagt habe, Mensch, wo komme ich her? Ich arbeite als Feuerwehrmann. Da haben die Frauenherzen geleuchtet, da haben die mich angesprochen, ohne Ende. Ja, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es da eben auch ein Vorlieben... Würde ich heutzutage mit meiner, ich sag mal, Verbrennung plus Maskenanlötung, würde ich damit in den Disco gehen, da würde ich keine erkennen von früher. Nee. Das könnten die gleichen Menschen sein. Du hast anders ausgesehen. Ne? Ich habe anders ausgesehen. Ich finde jetzt mittlerweile nicht mal besser. Ja. Ich war ein ganz anderer Mensch. Ja. Ne? Ja, man muss. Das hat mich ja auch gezeichnet. Ja, dazu stehen, ne? Ich stehe dazu. Ja. Ich habe zwei Leute gerettet, die heute noch leben. Ja. Wir sind, mein lieber Mensch. Ja. Wir sind reine gute Menschen. Und wir gehen jetzt zu Udo Lindenberg. Ja. Und tanzen mit ihm. Ja, mal gucken.